Liebe Kinder vom FCB Kids Club, das ist der Fabian, euer Götti. Vielen Dank für die vielen Fragen, die ihr gestellt habt, die ihr uns zugeschickt habt. Ich werde mich dann gerade jetzt daran machen, um die alle oder so viel wie möglich zu beantworten. Merci schon mal für die vielen coolen Fragen, die ihr geschickt habt. Und ich werde mir ganz viel Mühe geben, alle gut können zu beantworten. Also. Hallo Fabian Frey, ich bin der Alessio. Meine Frage an dich ist, wie viele Goal hast du für den FCB schon geschossen? Hallo Alessio, danke für deine Frage. Ich muss ganz ehrlich sein, ich kann es dir nicht genau sagen. Es waren ein paar. Es könnte ganz sicher auch noch ein bisschen mehr sein. Aber ich kann dir keine Zahl nennen. Das müsste ich nachfragen. Ja, ich bin ja nicht zuständig, dass wir Goal schiessen, hauptsächlich, sondern ich schaue ja, dass wir zu Torchancen kommen. Ich probiere auch ein paar zu verhindern. Ja, die Stürmer wissen das immer ganz genau, wie viel Goal sie geschossen haben, ich leider nicht. Aber es sind ein paar gewesen, auf jeden Fall. Salut Fabian und Tochter, mein Name ist Gideon Liefli. Ich spiele bei FC Wagenwil. Kennst du gute Übungen, Fabian, die ich machen kann, so dass ich Profi kann werden? Hopp, FC Basel! Gute Übung, da müsste eigentlich der Trainer an der Pressekonferenz sein. Der könnte ganz genau sagen und ein paar Übungen aufzeigen, die wir machen. Ich sage einfach immer, wenn ich mit Kindern über das rede, dass sie einfach das sollen machen, was ihnen Spass macht. Wenn einer Lust hat zum Goal schiessen, dann soll er an eine Wand knallen, so fest er kann und so genau, wie er kann. Wenn einer will mit der Wand ein bisschen besseln, dann funktioniert das auch wunderbar. Die Wand ist der beste Mitspieler, der spielt nicht mehr Retto. Ja, und wenn einer im Goal ist, dann ja, geht er am besten mit Kollegen raus und tut ein bisschen schütteln und steht ins Goal. So lernt man am meisten. Und wenn man Spass hat am Jonglieren, dann tut man ein bisschen jonglieren. Das schadet auch überhaupt nicht. Also jedem, was er gerade will. Und wichtig, glaube ich, was ich so als kleinen Tipp mitgeben kann. Wenn man Sachen macht, macht es immer mit beiden Beinen oder mit beiden Füßen. Das kann in Zukunft ein grosser Vorteil sein, auf jeden Fall. Hallo, ich bin der Marc und ich habe die Beste gespielt. Nicht viel wie Kangeli. Also, Frau Fabian Frey, wie viel Mal kannst du mit dem Fuß jonglieren mit dem Ball? Tschüss! Sehr gute Frage. Es hat in meiner Juniorenzeit mal eine Phase gegeben, in der ich das ganz oft trainiert habe. Und dann ja, bin ich mal stundenlang da gewesen, um auszuprobieren. Und am Schluss habe ich es so weit können, dass ich nach einer gewissen Zeit gesagt habe, wo der Ball in der Luft war, dass ich jetzt aufhöre. Meine Beine tun weh vom Jonglieren. Aber es sind sehr, sehr viele Mal. Ich kann es euch sonst nachher gerne mal zeigen, wie viele das sind. Hallo Fabian Frey, ich bin Martina. Wie sieht für dich ein normaler Trainingstag aus? Tust du dort nur mehr trainieren oder machst du auch anderes Zeug? Tschüss! Ganz eine coole Frage. Dass viele Leute nicht wissen, dass wir nicht einfach nur ein bisschen schütteln, sondern auch noch ganz viel anderes dahinter steckt. Das ist gut, dass du mich das fragst, dann kann ich das einmal genau erläutern. Es ist ja so, dass wir uns am Morgen schon sehr, sehr früh am Morgen zum Frühstück treffen. Dann zusammen essen, jeder, was er Lust hat, Eier, Brot, was auch immer. Nachher steht ein Block eigentlich an, wo wir Zeit haben, um Therapie zu machen. Wenn man irgendwie ein Baby hat oder Schmerzen irgendwo, dann lässt man sich behandeln, man geht es zeigen, vielleicht sogar zum Arzt, wenn es etwas schlimmer ist. Wenn man nichts hat, was auch sehr, sehr schön ist, dann ja, kann man ein paar Kraftübungen machen, Stabilisationsübungen, damit man auch schön fit bleibt. Dann ja, eigentlich bereit machen fürs Training, umziehen, wie wir es kennen, in der Kabine, Fußballschuhe anlegen und dann gehen wir raus. Und dann sind wir etwa am, ja, soll ich sagen, Viertel vor 12 Uhr wieder in der Kabine zurück, plus minus. Dann wird duscht, man geht in die Sauna,
Tag nach dem Spiel ist Regeneration natürlich sehr, sehr wichtig. Da haben wir auch viele Sachen, die wir benutzen können. Man steigt vielleicht mal noch aufs Velo, um ein bisschen auszufahren. Dann geht man kurz Mittagessen. Das ist ganz, ganz wichtig nach dem Training wieder, dass man wieder zu Kräften kommt, Kohlenhydrat tankt. Am Nachmittag stehen Anlässe an, die man vielleicht noch machen muss oder darf machen. Zum Beispiel mit euch eine coole Pressekonferenz abhalten. Man geht an eine Autogrammstunde oder man trifft sonst irgendwelche Leute oder Sponsoren, die halt auch dazugehört als Fußballer, dass man es macht. Und dann im Laufe des Nachmittags ist dann schon Feierabend. Also es ist nicht so, dass wir Sport am Abend heimkommen und unsere Kinder fast nicht mehr sehen. So ist es nicht. Aber wir haben doch schon auch ein, zwei Anlässe am Tag, die gemacht werden müssen. Wird das auch mal ein bisschen belächelt. Es steckt noch schon ein bisschen mehr dahinter, wie man dann schlussendlich noch sieht. Aber coole Frage, danke. Hallo Nikolic, wieso bist du Goalie geworden und nicht Feldspieler? Nikolic. Hoi, hier ist Giorgi. Und ehrlich zu sein, ich bin Goalie seit meinem ersten Training, wo ich 5 war. Und dort habe ich mich wohlgefühlt im Tor und so hat diese Geschichte angefangen. Nachher hatten mich Torwarthandschuhe interessiert, schöne Paraden mehr als Toren und dort habe ich mich gefunden, im Tor zu sein und ich fühle mich wohl immer noch. Fabian, wie alt bist du, als du angefangen hast, Fußball zu spielen? Das war schon sehr, sehr früh. Ich durfte mit 3,5 schon anfangen, Fußball zu spielen. Es war so, dass mein älterer Bruder damals ins FC gegangen ist. Er war 5-6 und die hatten in der Mannschaft so wenig Spieler, dass der Trainer gesagt hat, willst du nicht auch mitspielen? Und ich war natürlich Feuer und Flamme für den Ball und bin dann quasi dem grossen Bruder hinten angerannt und habe angefangen zu shooten. Und es hat mir so viel Spass gemacht, dass ich bis heute dranbleiben bin und es immer noch gerne mache. Und by the way, ganz ein cooles Foto hast du im Hintergrund an der Wand. Das gefällt mir. Ja, ein Foto von mir an der Wand. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Hallo Fabio, mich würde interessieren, für welche 3 Sachen du im Leben am dankbarsten bist. Tschüss! Sven, von dir kommt wieder eine ganz gescheite Frage, ist ja klar gewesen. Am dankbarsten natürlich in erster Linie sehr, sehr dankbar, dass es mir gesundheitlich gut geht. Mir und meiner Familie, ich glaube, das ist das Wichtigste für jeden. Dass wir jetzt vor allem in dieser Zeit gerade gesund sind. Dann bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich in der Schweiz aufwachsen durfte. Ich glaube, das ist ein Privileg, wo man auch mal ein bisschen vergisst zwischen ihnen, wie gut es einem eigentlich hier geht. Wenn man so viel reist, wie ich das halt mache in meinem Beruf, dann sieht man viele Länder und viele Regionen, wo es nicht so einfach ist wie jetzt in der Schweiz. Darum bin ich dem sehr, sehr dankbar. Und als Drittes bin ich sehr, sehr dankbar, einfach, dass ich eigentlich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Dass ich mit dem darf Geld verdienen. Indem ich eigentlich das mache, was ich am liebsten mache, das ist an den Ball hingehen. Genau. Für das bin ich sehr, sehr dankbar. Jetzt habe ich noch eine zweite Frage. Wie viel Mal schaust du am Tag aufs Handy? Tschüss! Da müsste ich nachschauen. Ich hoffe, oder ich bin mir ganz sicher nicht so viel wie die meisten von meinen Mitspielern. Da hat es einige, die sind ständig am Handy. Ich probiere es so wenig wie möglich zu machen. Ich hoffe, wenn ich mit euch unterwegs bin, einmal im Kids-Club, dass ich es gar nicht anschaue, dass ich dann Zeit nehme für euch. Ich glaube, bis jetzt mache ich das auch nicht so schlecht. Darum sicher zu viel, ganz sicher zu viel. Also ich glaube, da geht jedem ein bisschen ähnlich. Aber im Vergleich zu anderen ist es dann doch nicht so viel, wie es könnte sein. Hallo Fabi Frey, ich bin Till Neumann und habe eine Frage. Was können wir machen, dass wir in der Corona-Zeit, wenn wir kein Training haben, fit zu bleiben? Ja, das ist eine gute Frage. Das Problem haben wir ja auch gehabt. Wir sind ja auch einmal 10 Tage in der Quarantäne gewesen. Wir hatten den Lockdown gehabt, früher im Jahr.
Und wir haben genau uns die gleichen Fragen gestellt, weil einfach nur zuhause hocken ist jetzt auch nicht so lustig. Darum, ja, wenn ein Ball umeinander ist, ist es immer ein bisschen einfacher. Man kann jonglieren, man kann, wenn es nicht gerade in der Wohnung oder im Haus ist, man kann mit einer Wand shooten. Das funktioniert auch immer sehr, sehr gut. Ja, und wenn man einen grösseren Bruder hat oder einen kleineren Bruder, dann kann man mit dem schon auch immer noch etwas machen. Das ist sehr, sehr vorteilhaft, klar. Und sonst, zum Fitbild behalten, muss man nicht unbedingt Fußball spielen. Also man kann auch draußen auf dem Trampolin umeinander kumpen, man kann Stecken spielen. Ist zwar allein auch nicht ganz so interessant, gebe ich zu. Aber wenn man noch Geschwister hat, funktioniert das. Und sonst einfach in Bewegung bleiben, gehen Velo fahren. Ja. Und sonst noch gewisse Sachen. Ich glaube, Küssischlacht machen mit den Eltern funktioniert auch wunderbar. Das sind alles Sachen, wo einem auch ja, ein bisschen fit behalten. Aber natürlich ist das Training mit den Kollegen in der Mannschaft ja, ist nicht zu ersetzen. Darum probiert einfach aus, macht und tut. Und ja, eure Eltern können euch sicher auch dabei helfen. Liebe Kinder, danke vielmals für die vielen coolen Fragen, die ihr uns geschickt habt. Natürlich haben wir nicht leider alle können beantworten, die ihr uns geschickt habt. Aber wir hoffen, dass wir eure Freude können machen mit dem. Oder ich und der Jolie ganz speziell. Und ja, wir wünschen euch viel, viel Gesundheit in dieser ja, schwierigen Zeit. Und ja, bleibt dran, hopp FCB!